Er war eine Berliner Touristenattraktion. Jeden Tag stand Horst Ebauer auf dem Breitscheidplatz. Gestorben ist Ebauer 73-jährig am 6. April 2006 in seiner Wohnung in Mariendorf. Ebauer war zweifacher Weltmeister in Grimassenschneiden. Für das dämliche Gesicht ließ er sich sogar 6 Zähne ziehen. Danke, ihr Lieben. Danke schön. Danke. Danke.